Also dieser Abend will einfach nicht enden. Drama, Baby, Drama. Und jetzt noch die Galaxy Primetime. Es geht um einen Punkt. Also der Gewinner dieses Penalty Shootouts, wenn du reinmachst, bleibst du stehen. Wenn du verschießt, bist du raus. Kriegt einen Punkt für seine Mannschaft. Und da Dylan Boss. Oh, Mark Schatkowski ist raus für Golden Eleven. Der Penalty-König, interessant. Yannick Rosarius ist der neue neutrale Goalie. Dylan Boss ist ja jetzt quasi unter Vertrag bei Calcio Berlin. Also Mark Schatkowski, der das Ding hier schon gewonnen hat, ist raus. Und auch Mo Loom. Und ebenfalls Nicolas Westerhoff. Es geht hier um einen wertvollen Zusatzpunkt im Tableau. Sulmer. Tim Sulmer. Macht es auf die Sulmer Art. Sulmer macht Sulmer Sachen. Und Georg Skriefer schießt. Auch Spandau bekommt keinen Zusatzpunkt heute. Dos Santos für die Potatoes. Aha, den macht er gut. Auch die Käfigtiger können Punkte gut gebrauchen da unten. Chris Kramer ist noch da. Oh, und das ist eine klassische Fahrkarte von Alici. Natürlich kommt bei Calcio Kevin Wegen und der hält eine Basspredigt schon wieder. Marco Königs wie letzte Woche für Beton Berlin. Aluminium, Beton Berlin raus. Antoski für Streets United. Scheitert. Ein überragendes Spiel heute gemacht, scheitert aber jetzt am Baller League Keeper. Mo Leitner, der hat Wut im Bauch. Und es ist dann ein gebrauchter Tag für Mo Leitner. Kein Zusatzpunkt für Las Ligas Ladies. Tim Sulmer verschießt. Und jetzt Dos Santos. Ein Macher in der Disziplin. Und er macht ihn nicht. Keschner, sorry. Keschner trifft. Und jetzt weg. Es geht nur noch um die Käfigtiger oder Calcio. Wer kriegt den Punkt? Es sind die Käfigtiger!